Ich bin echt erstaunt, wie sauber eure Raumhäfen sind. Auf Hutter müsste ich mir ständig Schmiere von den Stiefeln putzen. Allerdings könnte ich auf Hutter auch nicht in den Knast wandern, nur weil ich in die falsche Richtung spucke. Und, Agent? Werdet ihr mich jetzt auf dem imperialen Heimatplaneten willkommen heißen? Ich bin überrascht, dass ihr noch nie hier wart. Ich meide den imperialen Raum. Ich will bei einer Prügelei in einer Kantina draufgehen, nicht beim Zank mit irgendeinem Bürokraten. Also, gehen wir in die Stadt. Der Aufseher will uns in der Zitadelle sehen. Ich wette, die ist nicht schwer zu finden. Also dann, gehen wir. Aber klar doch. Jetzt aber nichts wie hoch. Das ist nicht euer Gebiet, Aufseher. Es ist meins. Das war es schon immer. Natürlich, mein Lord. Was ihr hier aufgebaut habt, was ihr zu beherrschen wünscht, es kann so leicht zerfallen wie ein menschliches Leben. Erst vor einer Stunde fiel der Geheimdienstminister vor mir auf die Knie und weinte. Das würdet auch ihr tun, wenn es euch nicht beschämen würde. Ihr macht eure Unzufriedenheit deutlich, mein Lord. Ich werde dem entgegenwirken. Doch nun muss ich euch demütigst bitten, zu gehen. Diese Leute leiden unter eurer Gegenwart. Ich werde mein Gebiet erst verlassen, wenn es mir passt, Aufseher. Ihr da, Agent. Ihr wurdet nach Hutta geschickt. Ist es nicht so? So ist es, mein Lord. Ich bin Darth Yardus. Ihr habt mir in der Angelegenheit mit Nemro gut gedient. Und das werdet ihr wieder tun. Wie genau meint ihr das? Mit der Zeit wird euch alles klar werden. Aufseher, ihr werdet diesen hier einsetzen. Er wird meinen Auftrag wie befohlen durchführen. Er ist fähig, mein Lord, aber ihm fehlt die Erfahrung. Ein erfahrenerer Agent. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich will, dass die Angelegenheit geklärt wird, bevor ich Drom und Kaas verlasse. Sorgt dafür, dass mein Wille geschieht. Nun gut, ich werde mich darum kümmern. Gratuliere, Agent. Ihr habt den Rat der Sith zum Freund. Ich beneide euch nicht darum. Glaubt mir, Sir, das war nicht mein Wunsch. Das kann ich mir vorstellen, aber wir können nichts daran ändern. Ich will, dass ihr euch schnellstens vorbereitet. Holt eure Ausrüstung aus den Spinden und kommt dann in mein Büro. Nach der Nachbesprechung reden wir dann über euren nächsten Auftrag. Kallio, wartet bitte draußen. Einer der Wächter kümmert sich um eure Nachbesprechung. Wir müssen über meine Bedingungen reden. Ich verspreche, ihr werdet gut entschädigt. Die Details könnt ihr mit einem Wächter besprechen. Wenn ihr meint. Viel Spaß euch beiden. Also, ich habe mir den Bericht eurer Aktivitäten auf Hutta angesehen. Ihr wart eifriger, als ich erwartet hatte. Wollt ihr mir nicht sagen, was Darth Yardus wollte? Das ist eine Nachbesprechung. Ich stelle hier die Fragen. Euer Auftrag ist sehr effektiv verlaufen. Ich bin von eurer Effizienz beeindruckt. Ihr habt Gewalt als Werkzeug und nicht als Krücke verwendet. Das fällt nicht vielen Agenten leicht. Warum habt ihr euch dem imperialen Geheimdienst angeschlossen? Ich hatte meine Gründe. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in meine Akte. Auch ich hatte Gründe. Es dauerte Jahre, sie mit der Realität in Einklang zu bringen. Lasst nicht zu, dass euch das auch passiert. Das ist kein glamouröser Beruf. Wir sind die Putzkolonne. Wir räumen dem Militär und den Sith hinterher und erledigen die Arbeit, die anderen zu schmutzig ist. Aber ohne uns hätte das Imperium keinen Halt. Wir tun, was getan werden muss, auch wenn es undankbar und grässlich ist. Verstanden? Ich verstehe vollkommen, Sir. Das freut mich zu hören. Jetzt zu eurem nächsten Auftrag. Es gehört zum Mandat unserer Organisation dazu, Aufständische und Terroristen im Imperium zu eliminieren. Wir haben hier in der Hauptstadt eine Zelle von Radikalen ausgemacht, die unsere Regierung gewaltsam stürzen wollen. Wir müssen genau wissen, was diese Terroristen im Schilde führen. Wissen wir etwas über sie? Über ihre Ziele? Nur wenig. Sie sind mit der imperialen Politik unzufrieden, aber es sind keine Anarchisten oder Republikaner, zumindest soweit wir wissen. Wir haben Funkverkehr abgefangen, der auf einen baldigen Großangriff der Radikalen hinwies, aber wir konnten nur eine Handvoll Mitglieder identifizieren. Ihr werdet die Zelle untersuchen und ihre Pläne beschaffen. Zwei Agenten werden euch helfen und die Zitadelle wird euch voll und ganz unterstützen.
Kaleo und ich haben auf Hutter gut zusammengearbeitet. Ich hätte sie gern dabei. Ich denke, das lässt sich machen. Wächter 2, kommt bitte in mein Büro und bringt Kaleo Janis mit. Wächter 2, ja? Was für ein hübscher Name. Ist das Twi'lek? Es ist Basic. Im Gegensatz zu vielen anderen Zivilisationen bringt das Imperium seinen Kindern das Zählen bei. Wächter 2 zur Stelle, Sir. Kaleo wird euch beim Feldeinsatz zur Seite stehen. Sie untersteht eurem Befehl. Ihr scheint ja mit ihr auszukommen. Dank mir steht ihr gut da, Agent. Ihr solltet mir dankbar sein. Wächter 2 wird eure Verbindung zur Basis sein. Sie bleibt in Fernkontakt und hält euch mit Details zum Auftrag auf dem Laufenden. Ich habe schon viel von eurer Art gehört. Eure einmaligen Fähigkeiten könnten das Team gut ergänzen. Ich brauche eure Bekräftigung nicht. Ich mag fremd sein, aber meine Fähigkeiten stehen außer Zweifel. Natürlich. Ich wusste ja nicht, dass ihr so empfindlich seid. Nichtsdestotrotz freue ich mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Wächter 2 ist eine unserer besten Analytikerinnen. Ein großer Erfolg des Genetikprogramms der Regierung. Ihr Gehirn ist schneller als die meisten Computer. Unsere wichtigste Spur zu den Radikalen befindet sich am Schauplatz einer Sklavenrebellion jenseits von Car City. Ihr wurdet bereits mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet. Sobald ihr vor Ort seid, meldet euch über den Holokommunikator bei mir und ich werde euch einweisen. Ich mache mich auf den Weg. Es geht nicht um Geheimhaltung. Weist euch ruhig als Geheimdienstoffizier aus und nutzt die Angst, die ihr damit auslöst. Ihr seid jetzt auf imperialem Boden, Agent. Willkommen zu Hause. Gut, dass ihr es sicher durch den Dschungel geschafft habt, Agent. Bereit für die Arbeit? Sagt mir einfach, wieso ich hier bin. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Natürlich, kommen wir zu eurem Auftrag. Euch ist vielleicht das Chaos da draußen aufgefallen. Es findet eine Sklavenrebellion statt und ihr begebt euch mitten hinein. Unser Analytiker, der die Rebellion überwacht, ist hier bei mir. Sein Name ist Lodent Kasha. Er kann euch die Details mitteilen. Nikak agakiknebam. Naya amdamarakaki. Dann erzählt mal. Tukaki mem paninu. Amkapina bet mem no kimdam. Der imperiale Geheimdienst überlässt die Rebellion an sich dem Militär. Ihr seid wegen eines einzelnen Sklaven hier, einem Fremdling namens Yuritus. Ich kann ihn da rausholen. Was ist so besonders an ihm? Yuritus gehörte einst einem Radikalen und Regierungsgegner, der Sklaven einsetzte, um Nachrichten an gleichgesinnte Dissidenten zu schicken. Ich bezweifle, dass die Anführer der Sklaven kooperieren werden. Ihr habt recht, aber darauf sind wir vorbereitet. So oder so. Ich sorge dafür, dass er redet. Ein weiterer Grund, warum es nützlich ist, Fremdlinge im Team zu haben. Wie dem auch sei, viel Glück. Ich denke doch mal, unser Nutzen geht über unsere sprachlichen Fähigkeiten hinaus. Natürlich, ich wollte euch nicht beleidigen. Ihr solltet eure Ziele im Innern des Lagers finden. Schaltet einen Sklaven aus, wendet das Serum an und sucht Yuritus. Nur so können wir herausfinden, was die Radikalen vorhaben. Die Zeit wird knapp, Agent. Ich laufe. Das Atmen tut weh. Irgendwas ist in meinem Kopf. Es regnet. Alles versinkt im Boden. Ganz schön hartes Zeug. Ich habe seit Nar Shaddaa niemanden mehr gesehen, der derart weggetreten war. Ich glaube, ich kenne euch, aber ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Alles tut weh. Sagt mir, wo Yuritus ist. Sonst tut es gleich noch mehr weh. Yuritus. Yuritus ist fort. Er ist schon seit Tagen weg. Es geht alles so langsam. Yuritus brennt und sieht bald so aus wie unser Koloss. Unvollständig. Yuritus ist beim Kampf im Dschungel gestorben. Ich erinnere mich nicht, weshalb wir kämpften. Yuritus starb, das weiß ich.
Wisst ihr, wo er seine Habseligkeiten aufbewahrt hat? Er hat sein altes Leben bei sich gehabt. Seltsames Leben. Seltsame Datenpads. Er hielt sie für wertvoll. Eurytus starb mit Saturn und Renet und Avoira. Lauter Fremdlinge, lauter Freunde. Alle kämpften am Fuß der Statue. Eurytus ist noch dort, wenn ihn keine Bestien gefressen haben. Ihr solltet hoffen, dass er hat, was ich will. Woran soll ich jetzt denken? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Kopf tun soll. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen tun soll. Keine Sorge, ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Ich muss nicht denken. Danke. Verdammt. Ich glaube nicht, dass er überhaupt was gespürt hat. Laboramanga. Maminikat. Nagnaya Mamnikamgam. Naya Nagramkam. Kalaamkam Manimani. Lidikma. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten für mich? Manuk Maraganaja. Ki Nawabam. Yakmanana. Stellt mich durch. Agent, ihr müsst sofort alle Außeneinsätze abbrechen. Ihr werdet anderswo benötigt. Ich hatte nicht erwartet, von euch zu hören, Aufseher. Wächter 2 ist immer noch eure Verbindung zur Basis, aber ich wollte euch diese Befehle persönlich übermitteln. Darth Yadus möchte mit euch sprechen. Ihr werdet für eine Audienz in seine Gemächer gehen. Ihr seid Darth Yadus bereits begegnet und habt seine Macht zu spüren bekommen. Ich schlage vor, ihr behandelt ihn respektvoll und tut, was er verlangt. Ja, Sir. Ich werde daran denken. Nebenbei bemerkt, ich habe versucht, euch davor zu schützen. Aber es scheint, als wäre es unabwendbar. Ihr werdet eure Missionen fortsetzen, sobald das beendet ist, Agent. Aufseher, Ende. Also, das hörte sich aber nicht gut an. Trotzdem... Mächtige Männer sind in der ganzen Galaxis gleich. Ich würde euer Leben darauf verwetten, dass Yadus, was immer er auch sonst sein mag, ebenfalls ein mächtiger Mann ist. Die Ratataki muss draußen bleiben. Der Meister hat sie nicht zu sich gerufen. Dann muss ich wohl aussetzen. Zu schade. Versucht nicht allzu viel Ärger zu machen, solange ich weg bin, ja? Wir sind in der Hauptstadt. Wie viel Ärger soll ich da schon machen? Kommt, tretet vor mich und schwelgt in der Macht des Rates der Sith. Lasst euch von eurem Körper verraten. Lasst euer Blut kochen und euer Herz langsamer schlagen. Was nicht zur dunklen Seite gehört, wird vertrieben oder auf ewig verdorben. Das ist die Immunisierung, Agent. Ein heiliger Ritus. Ihr seid privilegiert. Es ist mir eine Ehre, mein Lord. Ihr habt sie euch verdient. Dies ist euer Lohn. Ihr habt euch bewiesen, indem ihr die Hutten ausmanövriert habt. Nun wähle ich euch, um die Aufständischen zu vernichten, die unsere Lebensweise zerstören wollen. Ich spüre eure Unsicherheit. Ihr fragt euch, weshalb ich mich so einsetze, warum ich mich für euch und den imperialen Geheimdienst interessiere. Es ist, wie ihr sagt. Viele im Rat der Sith wollen über den weltlichen Angelegenheiten des Imperiums stehen. Ich halte das für einen Fehler. Ich glaube, wir sollten die Wege der Sith ins ganze Imperium hinaustragen. Furcht und Hass sollen jedes Herz erfüllen. Ich glaube an die Demokratisierung der Angst. Aber diese Aufständischen bedrohen den Fortschritt. Ohne Widerstand würden sie unsere Welt in Asche legen und sie durch nichts ersetzen. Die Aufständischen werden gestoppt werden. Der imperiale Geheimdienst arbeitet bereits an der Aufdeckung ihrer Pläne. Unterschätzt unsere Feinde nicht. Sie sind mächtig. Und es gibt einige, die sie unterstützen. Leute auf den höchsten Regierungsebenen. Ich wählte euch nicht nur wegen eurer Erfolge für diesen Auftrag, sondern auch, weil ihr außenstehend seid.
Als Fremdling verachten und übersehen euch eure Vorgesetzten oft. Eure Loyalität muss nicht in Zweifel gezogen werden. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Meine Herkunft war niemals ein Problem. Behaltet jeden im Auge und vertraut niemandem. Die Wahrheit werdet ihr selbst erkennen. Bald werde ich Drum und Kaas an Bord der Dominator verlassen. Ich reise mit 1000 Würdenträgern, Diplomaten und Sklaven, um ihnen die Galaxis zu zeigen. So wie ich sie mir vorstelle. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich, dass die Aufständischen beseitigt wurden. Kniet vor mir nieder und ich werde euch das nötige Mittel geben. Ich knie vor euch nieder, mein Lord. Ich formte die erbärmlichen Wesen um euch herum nach meinem Vorbild neu. So werdet auch ihr zu einem Gefäß meiner Macht werden. Geht jetzt und kehrt zu euren Pflichten zurück. Ich habe viel gelernt. Ich danke euch für diese Audienz. Denkt an meine Worte. Denkt daran, dass ihr auf dem Pfad zur Macht wandelt. Und dass ich ewig bin. Hier bin ich. Wie ist die Lage? Hier Wächter 2. Wir arbeiten immer noch an einer vollständigen Analyse der Daten des Sklaven. Aber wir haben eine neue Spur. Begebt euch in die Nexus-Raum-Kantina in Kaas City. Ich werde euch einweisen, sobald ihr dort seid. Ich werde in Kürze dort sein. Sonst noch was? Sorgt nur dafür, dass ihr euch unter Leute trauen könnt. Wächter 2, Ende. Hier spricht Wächter 2. Das Signal steht. Ich habe die Cantina Holocams angezapft. Ich kann euch aus 6 Blickwinkeln sehen. Es kann losgehen. Mir war nicht klar, dass ihr private Sicherheitssysteme überwachen könnt. Der imperiale Geheimdienst ist autorisiert, alle Sicherheitssysteme im Imperium zu überwachen. So haben wir das Ziel ausfindig gemacht. Also, Theovor Mindak ist ein genialer Erfinder und Unternehmer, der mit den Radikalen zusammenarbeitet. Leider steht Theovor unter dem Schutz des Sith Lords Gratan. Gratan ist im Austausch für Waffenentwürfe auf einem Auge blind, wenn es um Theovors Freundschaften geht. Können wir nicht verlangen, dass Gratan ihn ausliefert? Dissidenten zu unterstützen ist Verrat. Gratan direkt anzugehen ist keine Option. Er ist in einen Machtkampf mit anderen dunklen Lords verwickelt. Im Grunde genommen ist er abtrünnig. Theovors Tochter Samara ist jedenfalls oft in der Kantina. Sie hat Zugang zu Theovors Werkstatt in Gratans Anwesen. Ich werde mit ihr reden. Wie ist ihr Profil? Samara Mindak ist reich, jung und bereit, ihre Vorzüge zur Schau zu tragen. Sie ist bekannt bei der Elite von Kaas City, aber nicht sonderlich beliebt. Keine bedeutenden Verbindungen. Unser Profil deutet darauf hin, dass sie bei einem geeigneten Anreiz kooperieren wird. Ich habe sie in einer privaten Lounge ausfindig gemacht. Wie ihr mit ihr umgeht, liegt an euch. Sie wird kein Problem darstellen. Sobald ihr von Samara erfahren habt, wie ihr in die Werkstatt ihres Vaters gelangt, macht euch auf zu Lord Gartans Anwesen. Schickt uns alles, was ihr auf Theovors Computern findet. Ist praktisch schon passiert. Geht. Ich werde euch beobachten. Was nützen Mandalorianer, wenn sie nicht mal ein paar Frachten eskortieren können? Für den Krieg brauchen wir sie doch nicht. Jetzt hör schon auf mit den Söldnern, Obend. Willst du vielleicht eine Vibroklinge tragen? Du kannst ganz schön böse sein, weißt du das? Klar. Ich suche mir jetzt jemand anders zum Reden. Das Gör hat Mumm in den Knochen. Werdet ihr sie erbrechen? Hallo. Habt ihr Spaß? Das ist nicht die schlechteste Feier, auf der ich je war, aber sie könnte besser sein. Verschwendet nicht meine Zeit. Ich bin beruflich hier. Wenn ihr so etwas sagt, verscheucht ihr die Leute. Das sieht aus, als wolltet ihr euch wichtig machen. Samara, nimm dich in Acht. Das sieht nach einer militärischen Angelegenheit. Halt den Mund, Obend. Ich sagte doch, ich hab genug von dir. Also, wie kann ich dem Imperium dienen? Es gibt regierungsfeindliche Radikale auf Drum und Kaas. Erzählt mir, was ihr von ihnen wisst. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Mein Vater ist derjenige, der immer über die Regierung gejammert hat. Also, wenn ihr mit Theovor sprechen wollt, kann ich wohl nicht viel tun. Er empfängt nicht viele Besucher. Was wollt ihr dafür, dass ihr uns helft?
Die Erfindungen meines Vaters haben uns reich gemacht. Das will ich nicht verlieren. Also keine Beschlagnahmung, ja? Ich will, dass seine Credits, sein ganzes Vermögen, auf mein Konto überwiesen werden. Abgemacht? Für euch wäre das eine gute Abmachung. Für uns weniger. Ah! Was zum... Was habt ihr? Was? Hab mich schon gefragt, wann es soweit kommt. Genug! Bitte! Raus mit der Sprache! Nein, bitte! Vaters Werkstatt befindet sich auf Lord Gratards Anwesen. Ich habe Codes. Ihr braucht die Schlüsselkarte einer Wache. Mehr weiß ich nicht. Hört auf! Und? War das so kompliziert? Komm, Samara. Ich bring dich weg von hier. Bleib weg! Ich kann alleine gehen. Ihr habt gedacht, ihr könntet mich überraschen, aber das gelingt euch nicht. Um wie viel wetten wir, dass das in einer Katastrophe endet? Ihr habt den Zugangscode meiner Tochter benutzt. Was auch immer ihr angetan habt, ich werde mich rächen. Soweit ich weiß, helft ihr der Dissidentenzelle bei der Planung eines Angriffs. Ich helfe die Bewohner des Imperiums von Schurken wie euch zu befreien. Ihr habt meine Frau verschleppt, sie eines Nachts aus meinem Haus entführt und mir nie gesagt, was geschehen ist. Meine einzige Tochter wuchs auf, um wertlos zu werden. Und jetzt habt ihr mir auch sie genommen. Ich verabscheue euresgleichen. Und ihr seid ein verrückter alter Terrorist. Ich bin ein Vater und ein Patriot und ihr seid tot. Hier spricht Wächter 2. Ich lade den Inhalt von Theobors Computern herunter. Sieht aus wie Blaupausen, Arbeiten für Lord Gratan und... Ah, verschlüsselte Dateien. Ich sollte sie entziffern können, wenn ich das Datenpad des Sklaven zur Hilfe nehme. Mir gefällt nicht, was ich sehe. Da ist ein Zeitplan, zusammenlaufende Aktivitäten. Es deutet auf etwas Großes hin. Kehrt so schnell es geht zur Basis zurück. Was meint ihr mit etwas Großes? Ich bin mir noch nicht sicher. Die Verschlüsselung ist gut. Gut genug, dass ich nicht gleichzeitig reden und darüber nachdenken kann. Wir sehen uns, Agent. Wächter 2, Ende. Wächter 3, eine Verbindung zur Dominator. Wenn Lord Yardus dem beiwohnen will, müssen wir seiner Bitte nachkommen. Stelle den Hololink her, Sir. Datenfluss synchronisiert. Wie schön, dass ihr auch kommen konntet, Agent. Nehmt euren Platz ein, die Besprechung beginnt. Jawohl, Sir. Lord Yardus, empfangt ihr unsere Übertragung? Jawohl, fahrt fort, Aufseher. Nun gut, wie ihr alle wisst, versuchen wir den Angriffsplan der Aufständischen festzustellen. Dank jüngster Einsätze haben wir nun die benötigten Informationen. Leider sind die Nachrichten schlechter als erwartet. Es droht ein großer Schlag. Die Aufständischen haben es auf die alten Energieleitungen unter der Hauptstadt abgesehen. Warum die Energieleitung? Warum nicht etwas Wichtigeres? Sie wollen das Energiegitter überlasten, was einen kaskadenartigen Kurzschluss und eine Explosion der Relaisstationen zur Folge hätte. Hunderte würden bei den Explosionen sterben und durch den Ausfall der Energie wären wir für weitere Angriffe anfällig. Sir, werden nicht sämtliche Zugänge zum Energiegitter militärisch überwacht? Alle bis auf einen. Die Terroristen wollen sich durch den Tempel der dunklen Seite Zugang zu den Leitungen verschaffen. Tempel der dunklen Seite. Das klingt nicht gut. Für alle, die die Geschichte nicht kennen, fasse ich nochmal zusammen. Der Tempel der dunklen Seite ist älter als die Zivilisation von Dromund Kaas. Die Sith versiegelten ihn, als die Stadt gebaut wurde. Als der Rat der Sith ihn vor einigen Monaten öffnete, fand er dort einige Machtphänomene vor. Arbeiter verschwanden im Inneren, von unbekannten Wesen beherrscht. Wir empfanden den Tempel als Bedrohung, die es zu kontrollieren galt. Für die Aufständischen bot er eine Gelegenheit. Der Tempel liegt genau über einer wichtigen Energieverbindung. Wenn die Aufständischen an den Phänomenen vorbeikommen, haben sie Zugang zum Gitter. Die Aufständischen sind gut vorbereitet. Sie haben Vorräte, Karten und Waffen. Und sie erwarten nicht zu überleben. Das ist ein Selbstmordkommando. Das macht es uns nicht leichter. Sie werden umso verbitterter kämpfen.
Wir haben Überwachungsvideos von Aufständischen auf dem Weg zum Tempel der dunklen Seite. Ein Trupp von Agenten wird... Nein. Mein Lord? Kein Trupp. Der Tempel der dunklen Seite ist heilig und darf nicht unnötig gestört werden. Mein Agent wird allein gehen. Seid ihr euch da sicher? Mein Lord, ich rate euch dringend, das zu überdenken. Wenn die Aufständischen Erfolg haben... Die Geister des Tempels dürfen nicht gestört werden. Weder durch Terroristen, noch durch den imperialen Geheimdienst. Ein Agent genügt. Ich bin hier fertig. Führt meinen Befehl aus, Aufseher. Na schön. Die Entscheidung ist also gefallen. Ihr geht in den Tempel der dunklen Seite, haltet die Radikalen davon ab, die Leitungen zu erreichen und ihre Ladungen zu detonieren. Bringen wir es hinter uns. Sehr gut. Wir überwachen euch, solange wir können, aber der Tempel schirmt die meisten Übertragungen ab, also viel Glück, Agent. Das wünsche ich euch auch. Also los, Agent. Der Tempel der dunklen Seite wartet auf euch. Ihr, seid ihr beim Militär? Ich habe die Schüsse gehört, aber ich war nicht sicher. Ich kann nicht glauben, dass ihr uns wirklich hier reingefolgt seid. Keiner von uns schafft es wieder hinaus, das wisst ihr, oder? Ich weiß, dass ihr euren Auftrag, die Energieleitung zu zerstören, nicht erledigt habt. Glaubt ihr, ihr habt etwas Großes vollbracht, weil ihr mich aufgespürt habt? Ihr könnt mich erschießen. Ihr könnt das Energiegitter retten und den imperialen Lebensstil etwas länger bewahren. Aber es gibt andere Zellen. Sie werden weiterkämpfen. Das war's. Die Zeit ist abgelaufen. Ihr schafft es nie hier raus. Wrackteile fallen über der Stadt herunter. Bei der Höhe und Geschwindigkeit könnte allein der Kollateralschaden Millionen kosten. Wenn der Reaktorkern gebrochen ist, wird der Strahlungsschaden... Ich will nichts über Strahlungsschaden hören, verdammt! Ich will die Daten der Überwachungskameras, Logbücher, irgendwas, das wir gebrauchen können! Sollten die nicht gerade unsere erfolgreiche Wiederkehr feiern? Alle Militärkanäle melden, dass die Dominator vollkommen zerstört wurde. Wie sieht es aus? Schön, euch zu sehen. Es gab ein Sekundärziel. Anscheinend... Wächter 2, ich warte noch auf die Bestätigung. Und ihr Agent haltet euch bereit. Jeder muss einsatzbereit sein. Tut mir leid, Sir. Es waren mehr als 3000 Leute auf diesem Schiff. Die Hälfte waren Zivilisten. Das ist mir bewusst. Tut eure Pflicht, Wächter 2. Ich brauche die Berechnung. Wir haben eine Vollsperrung. Sämtlicher Verkehr wurde eingestellt. Erste Analyse abgeschlossen. Ich schließe mich mit den Droiden kurz. Ich bekomme widersprüchliche Berichte vom Car-City-Raumhafen. Ich versuche noch da durchzublicken. Diese Explosion kann niemand überlebt haben. Alle Quellen bestätigen, Opferquote liegt bei 100%. Dann ist Darth Yadus tot. Wer war das? Was ist passiert? Es gab eine Explosion an Bord der Dominator. Der Ursprung ist noch unklar, aber es muss mit den Aufständischen zu tun haben. Darth Yadus brach zu einem besonderen Rundflug durch das Imperium auf. Er hatte militärisches Personal, Zivilisten und Sith für seine große Vision mitgenommen. Jetzt sind sie alle tot. Und wie reagieren wir? Standard-Planetensicherheitsprotokoll. Niemand rührt sich vom Fleck, bis wir es sagen. Sir, da will ein Raumschiff abheben. Es sind mehrere Aufständische von der Beobachtungsliste an Bord. Militärtrupps greifen gleich ein. Sie werden das Schiff in Stücke jagen. Ich will die Terroristen lebend. Und ich will den Computer intakt. Hey, Tüftler, haben wir noch SEC-M-Einheiten übrig? Was? Ich verstehe. SEC-Ms, Mausdroiden. Findet einen und bringt den her. Na los doch. Was immer ihr im Tempel der dunklen Seite durchgemacht habt, es muss warten. Ich brauche euch jetzt im Einsatz. Ich bin bereit, Sir. Ein Moment. Tüftler! Ich hab den Droiden. Gut. Agent, ihr müsst für mich zum Frachthafen. Da will ein Schiff mit Terroristen abheben. Nehmt den Mausdroiden und bringt ihn in einen Wartungsschacht des Schiffes. Wenn er an Bord ist, können wir den Hyperantrieb ausschalten und die Computerdaten herunterladen. Lasst mich an Bord gehen. Ich nehme mich der Terroristen persönlich an. Nein, ich bewundere euer Engagement, aber es ist zu riskant.
Wir machen es auf meine Art. Na los, ihr müsst den Mausdroiden platzieren. Jeder Schacht an der äußeren Hülle sollte sich eignen. Wenn ihr zurück seid, werden wir einiges zu besprechen haben. Arbeit da draußen. Ausgezeichnet. Der Mausdroide hat den Inhalt des Schiffscomputers übermittelt, Sir. Ich schicke das Militär hin, um die Aufständischen einzukassieren. Wenigstens etwas, das heute gut gelaufen ist. Das Schlimmste scheint vorüber zu sein, aber erwartet erst einmal keine Ruhe. Ich bin bereit, wenn ihr mich braucht. Ich weiß. Und ich werde euch brauchen. Nach Yadus Tod wird es einen Kampf um das entstandene Machtvakuum geben. Wir werden mit einer Hand unsere eigenen Leute abwehren und mit der anderen Terroristen aufspüren müssen. Aufseher, ich empfange eine Übertragung. Jemand sendet eine Holo-Aufzeichnung an das gesamte imperiale Kommunikationsnetz. Die Terroristen wollen also reden. Ich schlage vor, wir hören zu. Ich stelle sie durch. Versuche, die Quelle zu ermitteln. Bürger des Imperiums, hier spricht der Adler. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass eure Regierung korrupt ist. Als der Imperator den Vertrag mit der Galaktischen Republik unterzeichnete, versprach man uns eine neue Ära des Ruhmes, wie zu Zeiten der ersten Sith-Dynastie. Stattdessen hat unser Imperium gelitten. Apathische Moffs und boshafte Lords im Rat der Sith ringen um die Macht, während Soldaten in namenlosen Sternensystemen für wertlose Planeten sterben. Typische Terroristenrhetorik. Wächter 2 sucht weiter, woher die Übertragung kommt. Die anderen öffnet sämtliche Unterlagen, die wir zu diesem Adler haben. Habt ihr schon mal von ihm gehört? Wir hören seit Jahren Gerüchte über den Adler, aber wir hätten nie gedacht, dass er zu etwas so Großem imstande wäre. Ein weiterer Fehler. Wer sich für die Reform ausspricht, wird vom imperialen Geheimdienst entführt und gefoltert. Das darf so nicht weitergehen. Das Logistikministerium kann das Signal nicht blockieren. Das ganze Imperium empfängt diese Nachricht. Soeben hat eine Gruppe entschlossener Revolutionäre ein imperiales Schlachtschiff zerstört. 3000 Seelen waren an Bord. Darunter Darth Yadus, ein Lord vom Rat der Sith. Wir entschieden, öffentlich gegen Darth Yadus vorzugehen, damit jeder imperiale Bürger die Wahrheit erfährt. Der Rat der Sith ist nicht unverwundbar. Die Veränderung ist möglich. Wir bereuen das Opfer so vieler Zivilisten, doch es war notwendig. Das Imperium kann dieses bedeutsame Ereignis nicht verleugnen. Der imperiale Geheimdienst kann diesen Aufruf nicht verhindern. Komm zum Punkt, verdammter Dreckskerl. Worauf willst du hinaus? Was meint ihr? Jetzt kommt es. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer besseren Zukunft. Überall im Imperium bereiten unsere Agenten schon einen weiteren Schlag vor. Und noch einen. Wir werden nicht aufhören, bis die Regierung Stärke statt Schwäche wählt, Einheit statt Zwietracht. Wir werden der Wut des Volkes Ausdruck verleihen. Hier spricht der Adler. Übertragung beenden. So, der Feind hat also einen Namen. Kommt ihr damit klar, Agent? Nicht das geringste Problem, Sir. Das freut mich zu hören. Wir haben heute Fehler gemacht. Wir haben den Adler unterschätzt. Wir waren zu langsam bei dem Versuch, die Aufständischen zu stoppen. Wir nahmen an, der Tempel sei das einzige Ziel der Terroristen. Aber ihr habt alle Erwartungen erfüllt und übertroffen. Ihr habt gezeigt, dass ihr mit diesen Leuten fertig werdet. Und ihr werdet uns nun den Weg zeigen. Sir, ich verstehe nicht. Was schlagt ihr da vor? Ihr werdet die Operation anführen, um das Netzwerk des Adlers zu zerstören. Ihr werdet seine Terroristen durch Infiltration, Manipulation und Attentate eliminieren. Ich teile euch einen Rang und eine Bezeichnung entsprechend eurer neuen Stellung zu. Ihr habt keinen Namen mehr. Von nun an seid ihr nur noch Ziffer 9. Ich verspreche, ihr werdet es nicht bereuen. Ich gratuliere Ziffer 9. Das habt ihr euch verdient. Ziffer 9, ja? Irgendwie niedlich, aber ich glaube, ich nenne euch trotzdem Agent. Zum Rang gehören gewisse Privilegien wie ein Maß an Unabhängigkeit bei euren Operationen. Ihr könnt eigene Agenten rekrutieren und ihr werdet ein Raumschiff erhalten. Wächter 2, ihr bleibt die Verbindung zur Basis für Ziffer 9. Ich nehme doch an, das stellt kein Problem dar. Kein Problem, Sir. Ich bin froh, weiterhin dabei zu sein. Gut. Fangt an, die Berichte zu kürzlichen Aktivitäten der Aufständischen zu analysieren. Ich will binnen einer Stunde eine Liste aller möglichen Terrorzellen.
Der Adler behauptet, in der ganzen Galaxis Agenten zu haben. Wenn das stimmt, werdet ihr viel herumreisen müssen. Ich freue mich schon darauf. Das habe ich mir gedacht. Euer Raumschiff liegt im Raumhafen. Es wurde überholt und aus den öffentlichen Aufzeichnungen gelöscht. Wächter 2 wird euch mögliche Standorte des Adlers und seines Netzwerks übermitteln. Sucht die Ziele in beliebiger Reihenfolge auf. Noch irgendwelche letzten Anweisungen oder war es das? Nehmt euch vor diesen Leuten in Acht, Ziffer. Die Zerstörung der Dominator war keine leichte Sache. Der Mord an Darth Yadus war einfach undenkbar. Aber das ist unser Beruf. Tut, was nötig ist. Viel Glück. Ich will gut. Ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Immer schön langsam. Welche Funktion übernimmst du auf meinem Schiff? Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert, darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Willkommen an Bord des X-70B Phantom. Einem experimentellen Prototypen im Stil einer Luxusfähre, jedoch mit den Kampfmöglichkeiten eines schweren Raumjägers. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetzkonsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Ich habe eine Mission zu erfüllen. Mal sehen, was das Schiff so alles kann. Ich bin froh, dass Sie mich nicht deaktivieren. Ich meine, viel Glück. Ich bedauere, dass ich Sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Habt ihr mich verstanden? Imperiale Rationen sind widerlich. Dabei habe ich ein Jahr lang von Maden und Wein für 2 Credits die Flasche gelebt. Wenn die euch nur so ein Zeug geben, ist es kein Wunder, dass ihr alle so steif seid. Ich werde das nächste Mal eine größere Abwechslung für unsere Vorräte anfordern. Nicht mal ein Lächeln. Nur eins verstehe ich nicht. Ihr habt sowas wie Mumm und Stil. Ihr seid nicht genau wie sie. Aber ihr spielt das Schoßtier des Aufsehers und schaltet brav eure Ziele aus, obwohl ihr für sonst wen arbeiten könntet. Ihr habt ja gesehen, wer uns alles vernichten will. Die Republik, Terroristen, Verräter. Irgendwer muss sie ja aufhalten. Ist das euer Ernst? Das ist süß. Ich bleibe nur lange genug dabei, um unterzutauchen, ein paar Credits zu verdienen und ein paar persönliche Angelegenheiten zu regeln, bei denen ihr mir helfen könnt. Dann bin ich weg. Was genau beinhaltet das? Ich habe mit euren Bossen einen Handel abgeschlossen, als ich an Bord kam. Nichts, worum ihr euch sorgen müsstet. Lasst uns jetzt wieder an die Arbeit gehen, bevor uns die Welt vermisst.